In dieser Folge lernst du, welche Stufen Vertrieb in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat und warum erkenntnisgetriebener Vertrieb das Nonplusultra ist und unter anderem auch dazu geführt hat, dass die Frauen angefangen haben zu rauchen. Und ich habe jemanden an meiner Seite, der sich extrem viel mit Vertrieb von Projekten, von Dienstleistungen, aber auch mit Produktverhandlungen auseinandergesetzt hat. Markus, du bist Head of Inhouse Consulting bei Hays. Sag mal ganz kurz vielleicht, um einzuleiten, was machst du da? Was muss man noch über dich wissen, bevor man sich von dir berieseln lässt? Okay, also ich bin seit mittlerweile 18 Jahren, nee, seit 20 Jahren im Vertrieb, seit über 18 bei Hays. Es ist nicht nur Beruf, sondern echt tatsächlich Berufung. Ich liebe das immer noch. Ideen rüberzubringen und sich natürlich auch dafür zu bezahlen lassen. Ja? Also das ist elementar im Vertrieb. Und ich mache zwei Dinge bei Hays. Einmal Consulting, Beratung, Sparring rund um das Thema Key Account Management. Und einmal rund um das Thema Verhandeln und Verkaufen an Top-Entscheider. Ja? Yes. Lass uns mal reingehen. Du hast im Grunde mir im Vorgespräch eine ganz geile Chronologie aufgezeigt, wie sich Vertrieb entwickelt hat. Und du sagst da immer ganz gerne, Vertrieb hat in den 70ern aufgehört. Die Entwicklung vom Vertrieb ist in den 70ern stehen geblieben und Ja. Einkauf hat in den 80ern angefangen. Ja, So. genau. Führ gerne mal aus, gerade mit Produkt. Also, ich glaube, die meisten die zuhören, haben vielleicht noch gar keine krasse Kategorisierung. Die verstehen Ja. irgendwie, Produkte können verkauft werden, Dienstleistungen können verkauft werden. Jeder hat auch irgendwie schon mal gehört, dass alle Unternehmensberatungen die letzten Jahre immer nur von wir verkaufen keine Projekte, wir verkaufen Ja. die Endlösung oder Ja. wir verkaufen Lösungen, da muss man sehr vorsichtig sein Ja. gerade. Ja, wir verkaufen dem Kunden das Ja. Endergebnis. Okay. Also, ganz, 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 ganz früher in grauer Vorzeit gab es tatsächlich mal die Tante Emma und die hatte ich gekannt und die hat dir ein schönes Paket gepackt im Laden, hat da alles reingelegt, was du wolltest und hat noch ein paar Dinge dazu gelegt. Und du bist immer gern zu ihr gekommen und hast dich da wohlgefühlt. Du hattest eine Customer Experience und bist da jedes Mal noch mit zusätzlichen Produkten rausmarschiert. Genau das versucht Queen nun. of Upsell. Ja, genau. Das hat die Tante Emma schon vor 200 Jahren gemacht, vermute ich mal. Und genau das versuchen wir heute digital unter dem Namen Customer Experience, Customer Journey, Analytics, was auch immer, nachzubilden. So, also von damals bis heute, nur von Tante Emma bis heute irgendwo amazonisiert in der Digitalversion. So, und dazwischen gab es verschiedene andere Dinge. Nämlich Punkt Nummer eins, den klassischen Produktvertrieb. Da konnte ich ein bisschen Technik. Ja? Nach der Methode Verkaufen kann man lernen. Verkaufen ist ein Handwerkszeug. Irgendwann im Jahr 1925 hat einer ein Buch geschrieben, The Psychology of Selling. Und hat gesagt, jeder kann Vertrieb lernen. Es kommt nur darauf an, dass man richtig reingeht, die richtigen Fragen stellt, Fleiß. Fleiß etc. pp. Und natürlich eine bestimmte Effizienz reinbringt. Also einmal erlernbare Gesprächstechniken plus erlernbare Prozesse. Und dann geht es wirklich nur um die Masse. Manch einer, der Handys verkauft, der macht 100 Versuche und verkauft 30, anderer verkauft bei 100 Versuchen nur 10. Aber es heißt immer, oben viel rein, Trichtervertrieb. Trichtervertrieb, unten kommt was raus. Das ist Produktvertrieb. Weil Das das ist angefangen hat mit Produkten, mit Autos, ganz mit. genau, ganz genau. Also man hat gesagt, einfach mit einer hohen Taktung und mit deinen Prozessen und mit so Geschichten wie Fleiß und mit erlernbaren Dingen kann eigentlich fast jeder Produkte Irgendwas verkaufen. Ja, verkaufen, du ja. musst einfach nur gucken, dass du möglichst viele Kontakte gibt möglichst viele Kontakte. Ja? Und es gibt Menschen, die haben ein System und ein Talent und Fleiß und die machen dann aus 100, machen die 50 und andere machen 10. Aber das Verstanden. ist die Logik des Produktvertriebs. Dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, im amerikanischen Versicherungsvertrieb 1890 oder so, hey, es gibt Leute, die sind wahnsinnig abschlussstark
Und es gibt Menschen, die sind wahnsinnig servicestark. Dann sollen auch die Abschlussstärken die Deals reinholen und die Servicestarken sollen das Ganze dann durch Betreuung wieder ausbauen. Und schwupps, hatte man ein Modell, das man auch heute Hunter und Farmer nennt. Ich lache mich immer tot, weil es Menschen gibt, die kommen auf mich zu, weil es so schön Englisch ist. Und der Anglizismus so wahnsinnig neu ist, der mir erzählt, hey, es gibt was Neues. Hunter und Farmer, sage ich, das ist 1890. Na, Baby. So. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So. Die Gesprächstechniken, also mit einem Opener, mit Feature Advantage Benefit, mit nutzenorientierten Themen, ne? Also das Auto hat so und so viel PS und das der Vorteil ist und das bedeutet für dich, diese Techniken, die sind auch von 1925, ja? Und auch so Abschlussfragen. Und angenommen, wir werden uns heute einig, wie machen wir dann den nächsten Schritt? Das ist auch von 1925. Ist also alles wirklich bald 100 Jahre alt. Wow. So, also Produktvertrieb, Erstinstanz. Dann kommt der nächste Punkt, das ist Lösungsvertrieb. Irgendwann in den 60ern, 70ern haben wir festgestellt, die Märkte sind satt, der Krieg ist vorbei, die Märkte sind satt, das Wirtschaftswunder hat aufgeholt, ab jetzt ist es nicht mehr so, dass Vertrieb Distribution ist, wo stelle ich was im Regal hin. Ja? Das wird schon rausgegriffen. Genau, sondern es wird schon rausgegriffen. Wenn ich hier die 4 Ps im Marketing angucke, die kommen von 1950, ist also auch alter Schrott. Ja? Und, sondern jetzt geht es irgendwie darum, dass ich, und auch die Produkte wurden nicht nur rausgegriffen, sondern die Qualität hat sich angepasst. Also es gibt diesen großen Unterschied zwischen Margarine A und Margarine B so gar nicht mehr. Ne? Jetzt geht es eher darum, dass ich den Leuten einen ganzen Fresskorb verkaufe. Ja? Und dieser Fresskorb heißt Lösung. Also es ist nicht mehr das Produkt an sich, mit dem ich differenzieren kann, sondern es ist meine Fähigkeit zu erkennen, was dich nachts nicht schlafen lässt oder was du gerne isst. Und meine Fähigkeit zu erkennen durch Fragen, Moritz, was lässt dich denn nachts nicht schlafen? Moritz, wenn du an einen Dienstleister wie mich denkst. Moritz, wenn du, Achtung, wenn du an ein Beratungsunternehmen denkst. Ja? Was ist dir wichtig im Vertrieb, in der Beratung? Worauf kommt es heute an? Du hast mich vor unserem letzten Interview oder vorletzten Interview auch mal gefragt, im Sommer oder im Frühjahr, was macht für dich guter Vertrieb aus? Das ist eine typische Frage eines Lösungsvertrieblers, Solution Selling. Ja? Wir verkaufen Lösungen. Lösungen sind also Körbe aus Produkten und Dienstleistungen und die Kunst ist, zu fragen. Du bist als Verkäufer wie ein Konfigurator. Du bist der Konfigurator, aber du musst erstmal sicherstellen, dass dein Gegenüber dir seine wirklichen Themen offenbart, ja? Und auch die Themen hinter den Themen und die Probleme hinter den Themen, die Motiven, sodass du dann am Ende einen schönen großen Korb wie Tante Emma machen kannst, diesmal aus IT-Projekten oder Beratungsprojekten und noch ein paar schöne Sachen reinlegst. Und die Kunst ist, zu fragen, die Kunst ist, und zwar richtig zu fragen, die Kunst ist, im eigenen Unternehmen, und das ist bei Konzernen die Hölle, zu wissen, was können wir denn von dem, was der Kunde braucht und was ich mich so vorstelle, auch wirklich liefern. Das ist ein wahnsinniges Problem, das auch wirklich konfigurieren zu können. Als Vertriebler zu wissen, was das eigene Haus eigentlich in letzter Konsequenz wirklich auch anbietet. Da gibt es ein großes Delta. Da gibt es ein wahnsinniges Delta. Ja. Die besten Vertriebler, die besten Lösungsvertriebler sind nicht die, die am besten am Kunden sind, sondern die am besten im eigenen Konzern vernetzt sind. Und mit dem Markt, weil man möglicherweise für eine Lösung auch noch zusätzliche Dienstleister braucht, um dann irgendwie als Joint Venture anzubieten. Also ja, wahnsinnig spannend. Und dann am Ende muss man auch noch so rechnen, dass es sich lohnt. Ja? Weil Lösungsvertrieb kann dich ratzfatz auch ins Ausbomben, weil es zu teuer ist. So. Und das ist aber, Achtung, jetzt kommt, da auch weniger für die Mannstunden bezahlt, sondern mehr für das Endergebnis. Ja, wir reden da oftmals über Lösungen, wir reden über Gewerke und bei Gewerken prügelt dann der Einkauf wieder drauf mit Open Book Policy und allem Möglichen. Und also diesen Korb zusammenzustellen, so dass er sich tatsächlich auch lohnt und dass er auch eine Premium-Schleife dran ist und dass es nicht aussieht wie ein Ramschgewerk.
wie eine Tüte. Also es muss aussehen wie, wie ein großer, schöner Korb aus einem Oligarchen-Feinkostladen und nicht wie eine Tüte aus einem Aldi, um das auf den Punkt zu bringen. So, und das ist eine ganz hohe Kunst, können die wenigsten. Viel besser ist es... Liebe Grüße an Aldi. Ja, aber da weiß man ja exakt, was man hat, und Aldi ist perfekt positioniert für den Smart-Shopper. Ne? So, aber dementsprechend auch nur Preise, wenn ich mir selber aus dem Regal hole. So, und der Aldi und der Einkauf versucht immer zu sagen, diesen Obstkorb könnte ich mir auch selber aus dem Regal holen. Und viele, viele, viele schlechte Lösungsvertriebler präsentieren den Obstkorb, aber lassen sich dann vom Einkauf auf den wunderbaren, smart geshoppten Einkaufswagen von Aldi runterprügeln. Ja, und das ist natürlich überhaupt nicht der Sinn der Sache. Und das ist 70er. So, und was ist das Problem? All das ist 70er. Wenn heute Leute zu mir kommen und sagen, hey Markus, diese These, der Vertrieb ist in den 70ern stehen geblieben, die ist nicht von mir, sondern von Neil Rackham aus dem Buch The Challenger Sale, aus dem Vorspann. Und der Einkauf ist erst in den 80ern losgelaufen, dann habe ich oft gehört, hey, das gilt vielleicht für dich, aber bei uns ist der Vertrieb ja lösungsorientiert und er fragt und wir hören unserem Kunden zu, sage ich, Leute, das ist 70er. Das ist 70er. Dass ihr jetzt das Fragen entdeckt habt, ist nicht innovativ, das ist 70er. So, um das mal zu sagen. Ja? Und das Problem ist, kaum einer kriegt das hin, was ich jetzt gerade gesagt habe, im Lösungsvertrieb. Also richtig zu fragen, richtig zu konfigurieren und richtig zu rechnen. Ergo muss was Neues her. Und da ist eine wunderbare Innovation, der erkenntnisgetriebene Vertrieb, ganz stark durch das Buch The Challenger Sale von Dixon und Adamson von 2011 oder 12 getrieben. Ich selber bin auf die Methode auch zertifiziert, gehört jetzt mittlerweile zur Gartner Group. Das ist ein Teil des sogenannten erkenntnisgetriebenen Vertriebs. Und beim erkenntnisgetriebenen Vertrieb fragst du nicht, was der Kunde für ein Problem hat. Weil das Problem ist, ich habe gerade drei Probleme geschildert, Fragen, konfigurieren und rechnen. Und das größte Problem ist aber, der Kunde weiß schon, wo ihn der Schuh drückt. Und wenn der Kunde weiß, wo ihn der Schuh drückt, dann hat er auch schon eine Lösung irgendwie im Kopf, weil er guckt sich ja heute im Netz alle möglichen Lösungen an auf seiner Customer Journey. Was auch das digitale Personal Branding und das Corporate Influencership wahnsinnig essentiell wichtig macht. Und wenn er dich nämlich nicht gefunden hat mit deinem Lösungsansatz, dann hat er schon einen. Und dann lässt er sich, wenn die Kaufentscheidung, man sagt so, im Challenger 57% schon gefallen ist, zu 57% schon gefallen ist, antanzen. In vielen Fällen aber auch bei 90%. Ja, so, und wir pitchen nicht. Wir kommen im Grunde in einer Ideenphase rein. Genau. Weil es meistens niemanden gibt, der das genauso macht, wie wir es machen. Und das merkt der Kunde dann auch. Genau. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann seid ihr, wie heißt es so schön, dann könnt ihr so eine Dog-and-Pony-Show irgendwo machen. Ja? Ihr geht zum Kunden und lächelt und winkt und liefert ihm das, was er euch abgefragt hat in seinem RFP oder RFI, Request for Information oder for Proposal. Das seid ihr schon im engen Korsett drin. Da habt ihr eigentlich keine Chance, weil man macht euch mit anderen vergleichbar. Beratung X, Beratung Y, Beratung Z. Ne? Hole ich mir den Neuhauser oder hole ich mir McKinsey irgendwo? Ihr geht in Raster rein. Die Frage erübrigt sich für mich. Aber so für Otto Normalbesteller in der Corporate World ist es natürlich schon so. Irgendwo geht man schön in irgendwelche Branding-Geschichten rein. Und, du musst jetzt nicht dein Ticket einlösen. Ich habe so wertvoll hier gepitcht, wie der Eddie den Frauen das Rauchen beigebracht hat. Da muss ich uns mal erklären, was das mit erkenntnisgetriebenem Vertrieb zu tun hat. Weil das war ein Beispiel, als du mir das erzählt hast. Das war mir zweimal Bing gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Na gut, erkenntnisgetriebener Vertrieb. Wir haben jetzt erklärt, warum wir einen erkenntnisgetriebenen Vertrieb brauchen. Das heißt, ich frage nicht, sondern ich sage. Und zwar sage ich dir nicht, dass ich so toll bin, sondern ich sage dir,
eine neue Welt. Ich erkläre dir eine neue Welt. Ich erkläre, dass du bisher auf dem Holzweg warst und erkläre, dass es da eine neue Welt gibt, in der alles ganz anders ist. Digital zum Beispiel, digital gepersonal branded zum Beispiel. Und in der fortan der Wurm sich ganz andersrum krümmt. So, und mein Lieblingsbeispiel ist Eddie Bernays, der Vater der modernen PR, aber auch einer, der sich selber als Propagandist bezeichnet hat. Und er hat immer erst eine Welt gemalt. Er hat gesagt, die Propaganda, die PR, ist die gräbt das Flussbett. Ja? Und das Marketing fließt dann am Ende als Fluss dadurch, durch das Flussbett, das die Propaganda gegraben hat oder die PR. Und auf der ruht dann die Bode des Vertriebs. Und das schönste Beispiel, Storytelling, ich ziehe, kommt jetzt. Also das schönste Beispiel ist Eddie Bernays, Neffe von Sigmund Freud, Propagandist im Ersten Weltkrieg, danach in der Madison Avenue, Vater der PR, hatte wahnsinnig viele Kunden und hat eben nicht marketingmäßig verkauft, kauft dieses Produkt, sondern er hat erstmal geframed, heißt es auf Neudeutsch. Er hat wahnsinniges Framing betrieben und hat erstmal die Welt in ein neues Bild gesetzt. Und American Tobacco kam auf ihn zu und hat gesagt, lieber Eddie, wir müssen mehr Zigaretten verkaufen. Und normalerweise würden jetzt Plakate gedruckt mit Rauch mehr, ja? Weil es lecker schmeckt. Eddie Bernays nicht. Der Cowboy hat nicht mehr gezogen. Nee, der Cowboy, den gab es noch gar nicht. Ja. Der Eddie Bernays hat sich gedacht, wer raucht nicht? Frauen. 1928 haben Frauen auf der Straße oder in der Öffentlichkeit oder überhaupt nicht geraucht. Das hat sich nicht geschickt. Die haben gerade erst das Wahlrecht bekommen. So. Hat er gemeint, 50% der amerikanischen Bevölkerung, Riesenmarkt, bringe ich doch die Frauen zum Rauchen. Wie bringe ich Frauen zum Rauchen? Indem ich ihr Weltbild verändere. Und jetzt kommt's und sagt, es sind keine Zigaretten, keine stinkenden Kotzbalken, die ihr da raucht, ja, wie Aschenbecher, sondern, wie man Aschenbecher auslutscht, sondern es sind Torches of Freedom, Fackeln der Freiheit. Weil die Botschaft, der Pitch war, die er an ein paar New Yorker Damen gebracht hat, hey, ihr werdet euer Leben lang noch am Herd stehen, obwohl ihr das Wahlrecht habt, wenn ihr euch nicht die gleichen Rechte nehmt, wie Männer, ja? Heute sind es Vorstandsposten, damals war es das Recht zu rauchen. So, wenn ihr nicht das gleiche Recht euch nehmt und manifestiert, ist es alles nichts. Ergo, das sind keine Zigaretten, sondern das sind Fackeln der Freiheit. So, und die Story war so gut, ein paar New Yorker Society-Damen waren wahnsinnig begeistert. Und beim Ostermarsch 1928 hat Edward Bernays zu seinen Journalistenkumpels, er war wahnsinnig gut vernetzt, gesagt, kommt vorbei, es gibt ein politisches Statement, eine neue Geschichte, eine neue Erkenntnis. Frauen haben was zu sagen. Die Journalisten standen alle da. Die Frauen sind auf der Osterparade mitgelaufen. Auf seinen Zeichnungen haben sich alle eine Zigarette angesteckt. Wahnsinniger Skandal ging komplett durch die Presse. Vierteljahr später hat jede Frau in den USA geraucht. Ja, weil es ein politisches Statement war. Weil die neue Erkenntnis, das neue Narrativ, das neue Frame war keine Zigarette, kein Aschenbecher, den ich inhaliere, sondern Fackeln der Freiheit. Ja, Torch of Freedom. Faszinierend, Lady Liberty, dass er so ein Sinnbild geschaffen hat. Auf der anderen Seite irgendwie befremdlich, dass Marketing so eine Macht hat, ne? Ja, also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wenn ich über Erkenntnisvertrieb rede, geht es eigentlich um Folgendes. Ich muss zuerst eine neue Geschichte erzählen. Eine provokative Erkenntnis habe ich in einem anderen Kontext gelesen. Oder ein Reframe, ein neues Frame, einen neuen Deutungsrahmen, durch den ich die Welt sehe, ein neuer Deutungsrahmen, durch den ich die Welt sehe und Zigaretten nicht mehr als Aschenbecher inhalieren, interpretiere, sondern als Fackel der Freiheit tragen. Und wenn ich dieses neue Frame gesetzt habe, gibt ein ganz tolles Buch von Elisabeth Wehling, Framing-Spezialistin aus Berkeley, ein politisches Framing, in dem das sehr, sehr gut auch gezeigt wird. Wenn ich das Frame
kontrolliere. Ne? Zum Beispiel, ist es freie Presse oder ist es Lügenpresse? Ne? Ist es Rundfunkbeitrag oder ist es Zwangsgebühr? Je nachdem, wie ich dieses Frame setze, wenn ich dieses Frame beherrsche, wenn ich dieses Frame kontrolliere, dann kontrolliere ich das Narrativ kontrolliere ich die Story. Und wenn ich die Story kontrolliere, dann kann ich mein Gegenüber umprogrammieren und ihm mit dieser Erkenntnis, dass die Story eine ganz andere ist, Torches of Freedom statt Aschenbecher, kann ich ganz neue Themen platzieren. Also zum Beispiel in deinem Beispiel, ne? Wir haben ja ganz oft uns schon ausgetauscht. Vor 2 Jahren haben sich die Menschen totgelacht, als ich gesagt habe, Social Media ist möglicherweise im Kommen. Vor einem Jahr haben sie auch noch die Nase gerümpft. Ja? Heute ist, glaube ich, jedem klar, dass wir hier eine ganz, ganz, ganz neue Spielwiese haben. Ne? Und dass Social Media nicht irgendwo so ein Facebook-Spaß für gelangweilte Menschen im Business ist, sondern dass es ein elementares digitales Werkzeug oder eine elementare digitale Maßnahme ist, mit der man selber seine eigene Wertigkeit um ein Vielfaches erhöhen kann. Und wer es nicht glaubt, der arabische Frühling wurde so losgetreten, Donald Trump wurde so gewählt, der Brexit hat so stattgefunden, durch die konstante Wiederholung von Themen, von Thesen. Und das geht auch ganz stark in diesen erkenntnisgetriebenen Vertrieb rein. Ich möchte das jetzt nicht in diesen Hals bekommen, den ich jetzt gerade beschrieben habe, weil das natürlich immer politisch zu Recht zu Diskussionen führt, sondern man kann auch gute Botschaften emotionalisiert, mit Zahlen, Daten, Fakten unterfüttert, pointiert, wiederholen über eine ganz bestimmte Zeit und die eigene wahrgenommene Expertise geht massiv nach oben. Und das ist Challenger fürs Personal Branding. Hab einen neuen Blick auf die Welt. Zum Beispiel das Digital Personal Branding, auch für CEOs, auch für Vertriebler, da ist ja so ein bisschen unsere große Schnittmenge, elementar wichtig ist in der Zukunft. Mhm. Hab diesen Blick drauf, beleg die Botschaft, wiederhol die Botschaft, emotionalisier die Botschaft und du wirst nach kürzester Zeit als Experte wahrgenommen werden. Und mal ganz ehrlich, mit Experten gibt man an. Mein erstes Buch, das ich richtig inhaliert habe, Alexander Christiani, Magnetmarketing aus den späten 90ern, frühen Nullern, großartig, ja. Großartig Storytelling, im Storytelling. Der sagt, weißt du, normaler Kunde erzählst 2, unzufriedener Kunde 12, aber ein begeisterter Kunde gibt mir dir an und erzählst 20. Ne? Ich habe McKinsey im Haus, die beraten mich. Ne? So, oder ey, so einen komplizierten Oberschenkelhalsbruch habe ich noch nie gesehen, hat mein Sportarzt Müller-Wohlfahrt irgendwie gesagt. Ne? Und mit solchen Experten sind die wirklich besser, ich weiß es nicht, aber mit ihnen gibt man an, weil sie dieses Brand haben. Und das kannst du heute wunderbar digital nachbauen und erkenntnisgetriebener Vertrieb und Social Selling, die passen da wahnsinnig super zusammen. Glaube ich, ja. Kann ich nur zustimmen bei dem, was wir täglich erleben. Ja. Du hast angerissen viel Story, du hast auch Fakten angesprochen. Ja. Wie kombiniere ich das am besten miteinander im erkenntnisgetriebenen Vertrieb? Du brauchst beides. Du brauchst ein bisschen wie ein Zeitungsartikel. Ja? Guck dir die Schlagzeile an. Ja? Wir sind Papst. Da gibt es einen neuen Frame. Wir sind Papst, ne? als Ratzinger zu Benedikt wurde. Kai Diekmann hat es gemacht. Genau. Das ist ein neuer Frame. Da wird quasi die Papstwahl. Da wird die Papstwahl mit der Fußball-WM gleichgesetzt. Das ist ein komplett neuer Frame, auf den fahren die Leute ab. Wir sind Papst und er ist legendär. Der ist
Absolut emotional, absolut emotional, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Es ist eine Schlagzeile. Frame muss wie eine Schlagzeile sein. Und darunter, Josef Kardinal Ratzinger wurde zu Benedikt 17. Das ist ein bisschen Ratio. Ganz viel Emotion, Ratio hinterher geliefert. Und so ist dann meistens auch der Text. Das sind emotionale Geschichten, die handeln von Gewinn, die handeln aber auch von Verlust. Die handeln davon, wie du in der Bedeutungslosigkeit versinkst, wenn du jetzt zum Beispiel, weil wir einfach deine hohe Affinität haben, als Berater nicht digital unterwegs bist, wenn du deine Brand nicht ausbaust, bist du in 2-3 Jahren weg vom Fenster, ja, weil wenn du nicht digital bist, findest du nicht statt. Die hat aber gleichzeitig auch das Element, wie viel Umsatzsteigerung im Sinne einer kleinen empirischen Studie du haben kannst, ja, wenn du jetzt auf digitales Personal Branding einsteigst. Also es muss beides sein. Im Challenger zum Beispiel redet man von Rational Crowning. Das heißt, 2-3 ganz klare, unumstößliche Studien, die braucht dein rationales Hirn. Ja? Und Stories von Menschen, die du kennst, Geschichten oder vielleicht sogar von einer bestimmten archaischen Tiefe, die fast schon ins Religiöse gehen, mit so Archetypen im jungschen Sinn, die alle ganz tief in uns verankert sind. Wenn du schaffst, die beiden miteinander zu kombinieren, dann schilderst du eine Welt, wie sie jetzt ist, und die ist meistens nicht ganz so schön, und eine Welt, wie sie sein kann, und die strahlt natürlich in ganz tollen Farben. Ja, also ein bisschen Blick in die Hölle und dann den Kunden mitnehmen auf dem Weg ins Paradies. Und beides in einem guten Mix aus Zahlen, Daten, Fakten für die rationale Hirnhälfte und tollen Stories für die Zukunft. Und jetzt kann es sein, aber es funktioniert doch im B2B nicht. Da müssen wir beide jetzt sagen, Elon Musk ist ja einer, auf den du oftmals referenzierst. Wie gut ist Tesla wirklich? Das weiß doch kein Mensch. Das weiß doch kein Mensch. Ich habe heute wieder gehört, mit die schlechtesten Pannenstatistiken und Zuverlässigkeitsstatistiken. Aber Elon Musk, die Personal Brand, dem kaufen wir alles ab, weil er dieser Experte ist und weil er diese Tesla, Erkenntnis, Tesla die ist Welt extrem, ja. ist elektrisch. Ja, gebracht ja, hat. Wenn man das damit vergleicht, dass die Furche gezogen wurde, ja, dann hat er ja. das, man vergisst immer wieder, dass er das 20 Jahre lang vorbereitet ja. hat, dass er 20 ja. Jahre lang höchst intensiv ja. mit seinen Statements, ja. mit seiner Art und Weise, sich in den Medien zu positionieren, ja. alles ja. bereitet hat. Dass Tesla jetzt sogar als erster Automobilkonzern der Welt im Grunde die PR-Abteilung ja. der Firma abgeschafft hat, weil sie einfach sagen, wir haben genug Presse, wir sind stark genug über Elon in dem Sinne, der das einfach als eine von drei Firmen so mitmacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ja. die großen Automobilkonzerne hunderte Millionen Euro jedes Jahr dafür ausgeben müssen, um irgendwie relevant zu bleiben erstmal. Deswegen. Was würde passieren, wenn Elon Musk morgen weg wäre? So, und das ist das riesige Thema. Das ist eine nicht zu verantwortende Abhängigkeit. Und für jeden, der Tesla-Aktien besitzt, denkt mal drüber nach, was wäre, wenn Elon Musk morgen aus irgendwelchen Gründen sagen würde, ich mach's nicht mehr oder ich glaube nicht mehr dran. Ja? Oder irgendein unschönes Bild durch die Presse geistern würde mit einem Tesla und ihm, das irgendwie, also wenn man es irgendwie in den falschen Frame setzt, das ist wahnsinnig, wahnsinnig anfällig. Ne? Also das abzuschaffen und so auf ein Personal Brand zu verlassen, das ist wahnsinnig riskant. Das ist fast, ehrlich gesagt, ich halte es definitiv nicht für optimal. Ne? Was, wenn er noch 5 Jahre so weitermacht? Bitte? Was, wenn er noch 5 Jahre so weitermacht? Naja, der Punkt ist schlicht und einfach, wenn man das wüsste, dann könnte man wahnsinnig große, also aktuell kaufen wir Elon Musk alles, aber ich bin auch ein ganz großer Fan. Ne? Da eigentlich die Frage ist, hat er schon Steve Jobs in seiner Personal Brand messiashaft überholt oder nicht? Ne? Wahrscheinlich schon, oder? Müsste ich jetzt euch mal sagen, I don't know, aber
Aber Fakt ist, diese absolute Abhängigkeit von einer Personal Brand. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, wenn ich diese Personal Brand bin, ja, und die Dinge von mir abhängen, dann kann das natürlich auch Kalkül sein, weil ihr könnt nimmer ohne mich. Ich hänge halt alle Shareholder. Als geschäftsführender Gesellschafter mit wahrscheinlich noch dem Hauptanteil, ist ein Punkt, der nur so vertretbar ist. Bei einem Max-Konzern bin ich bei dir. Ja. Da wäre es ein nicht vertretbares Risiko, das so intensiv zu spielen. Und so hat er natürlich die Möglichkeit, dass solange alles gut läuft, keiner die Möglichkeit hat, ihn abzuschießen. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist immer wieder, das ist immer ein Grund, warum wir kommen ja ein bisschen so, wir driften ja ein bisschen vom Experten. Vom erkenntnisgetriebenen Vertrieb in die Expertenmarke ab, aber die hängen tatsächlich eng zusammen. Ja? Also wenn ich einen Expertenstatus habe, auch im sehr viel kleineren Kreis, in meiner Branche, in meinem Kunden, in meinem Key-Account. Ja, es geht schon im Freundeskreis los, dass man für ein gewisses Thema steht. Und wie macht man das am einfachsten, indem man online regelmäßig darüber spricht? Ja. Ein Punkt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ein Punkt ist, das passt auch, dieser erkenntnisgetriebene Vertrieb. Ich bringe neue Erkenntnisse rein. Das ist dann immer das sichere Zeichen. Herr Neuhaus, eigentlich sind Sie Lieferant oder Dienstleister, aber für dieses Gespräch hier, für dieses Bewerbungsgespräch, für diesen Pitch hätte ich eigentlich zahlen müssen. Ja? Herr Neuhaus, ich habe darüber nachgedacht, ehrlich, ich bin beunruhigt, ein bisschen beunruhigt, was Sie mir da erzählt haben. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden irgendwo, ne? Weil das hat wirklich mein Denken verändert. Normaler Vertriebler würde sagen, ich habe meinen Kunden beunruhigt. Challenger oder ein Erkenntnisvertriebler sagt, Wahnsinn, was verändert sich was? Reframe, absolut. Neues Weltbild. Absolut, das ist der Grund, warum DAX-Vorstände auf uns zukommen und auch diese Gespräche suchen, weil sie diese neue Welt verstehen wollen, weil sie uns online genauso wie andere Menschen verfolgen und nach Monaten sagen, hey, ich finde das spannend. Können wir da mal drüber reden, wie wir das auch für mich umsetzen können? Ja, dauert immer so ein halbes Jahr ungefähr. Du brauchst ungefähr 20 Wiederholungen. Ich glaube mittlerweile sogar mehr. Möglicherweise, also 20 Mal intensiv wahrgenommen. Das ist auch nochmal so eine Geschichte, die kommt aus wenn man erkenntnisgetriebenen Vertrieb macht, muss man wissen, wie Storytelling funktioniert. Man muss wissen, wie Framing funktioniert. Man muss dann aber auch wissen, wie das Hirn selber funktioniert, wie die Dinge sozusagen neurologisch gebaut sind. Und wenn bestimmte Synapsencluster, neurologische Neuronencluster in deinem Hirn 20 Mal synchron feuern, also Social Selling und Moritz Neuhaus, wenn die 20 Mal gemeinsam aktiviert werden, bilden sich neue Synapsen. Das nennt sich Happy and Learning, die Häppsche Lernregel. Das kann man auch wunderbar bei Elisabeth Wehling nachlesen. Cool, ja. Wenn 20 Mal die gleichen Themen aktiviert werden, ein Bekannter von mir, auch ein großer Framing-Experte, Andreas Winheller, hat das mal gemacht, Käsekuchen und, Fußpilz und Erdbeertorte, wenn man das ein paar Mal miteinander spricht, werdet ihr keine Erdbeertorte mehr essen, weil Dinge sich miteinander verbinden. Also das gehört auch rein und muss man auch wissen im Social-Media-Umfeld, weil da kann man sehr viel Schindluder treiben mit Meme, gerade in der jetzigen Corona-Zeit jede Verschwörungstheorie entsteht so. Menschen kann man so umprogrammieren, aber auch zum Positiven, wenn man eben seine Impulse so setzt. Ist wie auch ein Messer. Kann man was zu essen mitbereiten, man kann auch jemandem im Rücken fallen. Genau, auch das ist erkenntnisgetriebener Vertrieb. Jetzt haben wir uns aber warm geredet. Wenn jetzt die Synapsen über 20 Mal geknallt haben und man sagt, hey, cooler Typ, wo kann man mehr über dich erfahren? Haben die 20 Mal geknallt? Das muss jetzt jeder selber beurteilen. Wie viel sind noch drin? Das muss man mal sagen, wie viel jetzt noch drin sind. Aber wenn man, für die alle, die es überlebt haben, die jetzt noch drin sind, die sagen, ja, doch, Vertrieb interessiert mich, gerade auch Vertrieb in diesen Zeiten, gehobener B2B-Vertrieb, Beratervertrieb, Key-Account-Management, sehr gerne auf LinkedIn, Markus Herrling, bei Hays. Da bin ich recht präsent, mir gerne folgen oder mich adden. Wenn jemand einen wunderbaren Einstieg in diese neue Form oder diese gehobene Form des Vertriebs, des Key-Accounting sucht, sehr gerne an mich wenden. Wir bei Hays haben in einigen Positionen da was zu bieten, weil wir wahnsinnig ehrgeizig waren, sind und bleiben. Also gerne auf mich persönlich und gerne auch mal
heiß im Netz gucken. Ich selbst sitze übrigens in der Welle in Frankfurt. Cool. Ja? Markus, vielen lieben Dank. Wir gehen jetzt was essen. Und jetzt ist erstmal an euch, auch da wieder zu sagen, was konntet ihr mitnehmen? Wir haben beim letzten Mal über Vertrieb gesprochen. Das war nicht, also das war, weiß gar nicht mehr, beim allerersten Gespräch haben wir nicht die gleichen Stufen gemacht, aber du hast da einfach nochmal aus der strategischen Vertriebsperspektive Consulting-Kontext gesprochen. Dann haben wir darüber gesprochen, in dem Sinn beim letzten Mal über Verhandlungen, auch sehr spannend, weil das ein Thema ist, wo du sehr aktiv bist. Deswegen checkt gern weitere Gespräche zwischen Markus und mir. Lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Abschließend. Das fällt mir noch Folgendes ein zum Thema Beratervertrieb. Wir haben ganz stark darüber geredet, dass die wirklichen Menschen hier an der Spitze der Beratung, ja, an der Spitze der Beratung, nichts weiter sind als ganz exzellente Key-Account-Manager. Ob das in einer Law-Firm ist, ob das in einer Beratung ist. Wer es zum Partner schafft, der schafft es nicht über Expertise. Die Expertise, die gehört einfach dazu, ja, sondern der schafft es über brillantes Verkaufen. Also von daher, das wird euch auf jeden Fall begleiten in eurer Beratertätigkeit. Schöne Schlussworte. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting.